Ja, hallo, ich bin die Abina, Berlinerin aus Berlin-Schöneberg. Ich bin ein Teil dieser Ausstellung, weil ich eine sehr spannende Familiengeschichte habe. Mein Urgroßvater ist aus Kamerun gekommen, damals deutsche Kolonie, 1887. Und ja, deshalb bin ich heute hier. Ich wollte was erzählen, und zwar geht es um eine nostalgische Kakaodose, die von Karl Gruno damals aus Deutsch-Ostafrika genutzt wurde, um Kakao nach Deutschland zu verschiffen. Ja, und sie ist auch so genannt, deutsch-ostafrikanischer Kakao. Und da habe ich schon das Problem mit, dass das Deutsch überhaupt im Titel ist. Und das ist, denke ich, ein allgemeines Problem, dass viele wertvolle Dinge, sowohl Bodenschätze als auch Kakao, Kaffee, Tee, vereinnahmt wurden, sozusagen von den Kolonialmächten, Kolonialherren. Das heißt Tee, englischer Tee, italienischer Kaffee. Und Tee ist kein Produkt aus England. Kaffee ist auch kein Produkt aus Italien. Alles wird immer noch bis heute importiert und in verschiedenen Formen natürlich verarbeitet, hat es dadurch wahrscheinlich auch veredelt worden. Aber den Anspruch darauf hat keines der Länder sozusagen. Die andere Sache ist die Darstellung auf der Dose. Da ist ein freies Land, Palm, eine arbeitende Person, wo man damals natürlich schon wusste, es ging dabei um Zwangsarbeit, Sklaverei, es hieß auch immer Erziehung zur Arbeit, aber die Menschen haben natürlich dort auch ihre Ländereien selber bestellt, mussten dies aber in dem Moment unter Zwangsarbeit tun. Und da gibt es bis heute auch noch Kinderarbeit. Und ich denke, das ist alles ein bisschen, müsste man kritisch sehen und vielleicht auch hinterfragen, wo sind die Genussmittel her, die wir bekommen.